Hi Leute, das ist Arno hier und willkommen zu den Patch Notes. Die sind, massivst. Wir fangen aber auch direkt an, damit es nicht allzu lang dauert. So, Season Journey. Das neue Saisonal Journey führt ein strukturiertes Fortschrittssystem mit 7 aufeinanderfolgenden Missionen ein, die jeweils 8 Ziele enthalten. Es soll Spieler durch die frühen Phasen jeder neue Season leiten und bieten eine Mischung aus Herausforderungen und Zielen, die wichtigen Mechaniken einführen. Verfügbar ab Level 1 können selbst neue Spieler sofort in den aktuellen Season-Inhalt einsteigen. Das gesamte Seasonal Journey wird zu Beginn der Season freigeschaltet. Für jede abgeschlossene Mission und jedes Ziel erhalten die Spieler verschiedene Belohnungen, darunter XP, Season Pass XP, Fortschritts-Boosting-Items, Ressourcen und aktive Modifikatoren. Das Abschließen der gesamten Journey gewährt ein einzigartiges kosmetisches Item. Saisonale Modifier. Die saisonalen Modifier stehen im Zentrum des einzigartigen Gameplays jeder Season und bringen Abwechslung in die üblichen Spielregeln und Mechaniken. Es gibt hier verschiedene Arten von Modifikatoren, die jeweils eine wichtige Rolle im Spielerlebnis bieten. Die globalen Modifier legen das übergreifende Thema der Season fest und sind aktiv, solange das System aktiviert ist. Sie beeinflussen den Kern des Gameplays. Das heißt, ne, wir hatten es in dem anderen Video, ja, da ist es ein bisschen ausführlicher. So, die aktiven funktionieren wie Ultimates, die deinem Charakter einen kurzen Kraftschub geben. Spieler können aus einer Auswahl an aktiven Modifikatoren wählen, aber nur einen gleichzeitig ausrüsten. In der ersten Season manipulieren sie durch den globalen Modifikator festgelegte Reichweitenzonen. Ne? Also das hat man auch mit dem Point Blank, ne, auf Reichweite basierender globaler Modifikator. Passive Modifikatoren arbeiten mit dem globalen Modifikator zusammen und fügen zusätzliche Boni hinzu. Spieler können bis zu 3 passive Modifikatoren gleichzeitig ausrüsten. In der ersten Season bieten diese zusätzliche Vorteile basierend auf den Reichweitenzonen des globalen Modifikators. Und dann gibt es, wie gesagt, die feindlichen Modifikatoren noch. Die zeigen, wie sich die Feinde an deine neuen Fähigkeiten anpassen. Während die Spieler durch die Season voranschreiten, erhalten die Feinde schrittweise neue Fähigkeiten, die an bestimmte Feindtypen gebunden sind. Dadurch müssen die Spieler die globalen, passiven und aktiven Modifikatoren strategisch nutzen, um sie zu kontern. Das Modifikatorsystem kann jederzeit deaktiviert werden und ist mit globalen Ereignissen unvereinbar, also mit Global Events, sodass die Spieler entscheiden können, wie sie sich den saisonalen Herausforderungen stellen. So, hier vorrangige Ziele. Das vorrangige Ziele-System bietet eine Vielzahl von kurzfristigen Zielen, die es den Spielern erleichtert, Gegenstände und Ressourcen zu farmen. Das System wird ab Stufe 30 verfügbar. Spieler können aus 3 Zielen wählen, die anhand von begrenzten Informationen wie Dauer, Belohnungskategorie und Missionstyp ausgewählt werden. Sobald eine Auswahl getroffen wurde, ist sie gesperrt und die vollständigen Details des Ziels und seiner Belohnungen werden angezeigt. Wenn keines der Ziele ansprechend ist, erlaubt das System ein Neuwürfeln. Spieler können Neuwurfpunkte durch das Abschließen von vorrangigen Zielen verdienen, mit einem Maximum von 3 gespeicherten Neuwürfeln. Es gibt kein Limit für die Anzahl der vorrangigen Ziele, die ein Spieler abschließen kann. Die Belohnungen umfassen XP, Season Pass XP, Gegenstände, Ressourcen und passive Modifikator-Freischaltungen. So, kommen wir zu den Scouts. Gehen wir das Ganze nochmal durch hier, bevor wir gleich zu dem Gear kommen. Die Manhunt Scouts. Das Manhunt Scout System treibt die Spielgeschichte voran, indem die Spieler wöchentliche Aktivitäten abschließen, die sie mit Ausrüstung, XP, Materialien und neuen Sammlerstücken belohnen. Jede Woche können die Spieler einen Scout angehen, der aus 3 verschiedenen Aktivitäten besteht. Diese Aktivitäten variieren und die Spieler müssen ein kleines Rätsel lösen, um jede abzuschließen. Das finde ich ganz cool. Die Aktivitäten müssen in der richtigen Reihenfolge abgeschlossen werden und sobald alle 3 beendet sind, erhalten die Spieler die Scout-Belohnung. Nach Abschluss aller Aktivitäten eines Scouts erhalten die Spieler eine größere Belohnung, darunter ein einzigartiges Sammlerstück. Neue Scouts können jedoch erst nach dem Abschluss des aktuellen freigeschaltet werden. Am Ende der Season schaltet das Abschließen aller Scouts die Manhunt Climax Mission frei. Das Abschließen dieser Mission schaltet die Master Climax Mission frei. Daher sollten die Spieler jede Woche am Ball bleiben. So, kommen wir zu dem neuen Gear. Legatus SPA Brandset. Ein Teil ausgerüstet gibt 30% Wechselgeschwindigkeit. Okay. 2 Teile ausgerüstet gibt 50% optimale Reichweite. Okay. 3 Teile ausgerüstet gibt 15% Waffenschaden. Das benannte Ausrüstungsteil, benannter Rucksack Vigil Talent Perfect Versatile, erhöht den gesamten Waffenschaden für 10 Sekunden beim Wechsel zwischen Primär- und Sekundärwaffe
wenn sie unterschiedlich sind. Oh, eins der stärksten Talente im Spiel bekommt eine perfekte Variante. Das ist krass. Vielseitig ist das. 45% auf Feinde innerhalb von 15 Metern für Schrotflinten und SMGs. Für PvP 35% auf Feinde innerhalb von 15 Metern. 45% auf Feinde weiter als 25 Meter für Gewehre und Marksman Rifles. Für PvP hier auch 35%, da probieren sie es zu balancen. 20% auf Feinde zwischen 13 und 25 Metern für LMGs und Assault Rifles. Maximal einmal alle 5 Sekunden pro Waffentyp. Die benannte Maske Visionario hat das perfekte Attribut mit plus 50% optimale Reichweite. Ja, soll wohl so ein bisschen zu dem Season-Thema mit der Reichweite. Im Moment finde ich das hier ein bisschen Käse. Ja, mal gucken. Der Rucksack könnte interessant sein. Virtuoso, neues Gearset. Da geben uns 2 Teile 15% Waffenhandling und 15% Magazingröße. 3 Teile geben 15% Waffenschaden. Und 4 Teile geben das ausgerüstete einzigartige Talent Symphonie. Töte einen Feind weiter als 30 Meter entfernt und erhalte plus 30% Waffenschaden für Schrotflinten, SMGs und Pistolen. Plus 15% Waffenschaden für ARs und LMGs. Und 25% Bonusrüstung für 10 Sekunden. Oh, klingt ganz cool. Ein ziemlich guter Gameplay-Loop. Töte einen Feind innerhalb von 30 Metern und erhalte 30% Waffenschaden für Maximum Rifles und Gewehre. Plus 15% Waffenschaden für ARs und LMGs. Und 30% Kopfschussschaden für 10 Sekunden. Aha. Das abwechselnde Töten von Feinden aus beiden Reichweiten baut Stacks auf. Bei 4 Stacks werden alle Boni verdoppelt und gleichzeitig für 10 Sekunden ausgelöst. Keine Stacks werden gesammelt, solange diese Boni aktiv sind. Ah ja. Brustbonus, Talent Fortissimo, verdoppelt die Waffenschaden-Boni von Symphonie. Und Rucksackbonus, Talent Accelerando. Ich denke, das ist richtig. Verringert die Anzahl der benötigten Stacks für die doppelte Symphonie-Boni von 4 auf 3. Das klingt tatsächlich ganz interessant. Schauen wir mal. So, neuer exotischer Holster. Talent Centurions Scrubbard heißt das. Genau, was das heißt. Talent Counter. Das Wechseln von Waffen gibt nacheinander folgende Gruppen von Boni. Plus 20% Feuerrate, plus 20% Waffenschaden, plus 50% Magazingröße, plus 50% Nachladegeschwindigkeit. Wow, das ist ein dicke Boni. Die Boni bleiben 8 Sekunden lang aktiv oder bis zum nächsten Waffenwechsel. Der Wechsel zur Seitenwaffe löst nicht die nächste Gruppe von Boni aus. Okay. Oh, das klingt interessant. Mann. Guter Holster. Boah, das hier ist ja absolut. Wenn ich das schon lese, ich liebe die FAL. Das ist mit meine Lieblingswaffe in ganz Division. Die kriegt eine Exo. Ich geh kaputt. Geiler Scheiß. Hoffentlich kann die was. Okay. Exotische Waffe. Strega. Exotische FAL. Talent Unnerf. Töte einen Feind, um ein Zeichen auf alle Feinde innerhalb von 20 Metern zu setzen. Mehrere Zeichen können auf demselben Feind angewendet werden. Füge markierten Feinden pro Zeichen 15% verstärkten Schaden zu. Oh, oh, geiler Scheiß. Oh, das erinnert mich so ein bisschen an Division 1, das Gearset, wo du Gegner markierst mit einem Headshot und die kriegen dann mehr Damage. Ach, ich vergesse es, ich werde zu alt. Aber das klingt auf jeden Fall geil. Ne, exotische FAL, ich geh kaputt. So, dann gehen wir mal weiter zu den benannten Waffen und Talenten. Präzisionsstrike, Waffentalent. Das Töten von Feinden weiter als 20 Meter entfernt baut Stapel auf, maximaler Stapel 3. Treffen eines Feindes innerhalb von 20 Metern verbraucht alle Stapel und gewährt 20% verstärkten Schaden pro Stapel für Feinde innerhalb von 20 Metern für 5 Sekunden. Klingt recht stark. Perfekter Präzisionsschlag. Oh, Waffentalent. Das Töten von Feinden weiter als 20 Meter entfernt baut Stapel auf. Maximaler Stapel 2. Okay, geht schneller. Das Treffen eines Feindes innerhalb von 20 Metern verbraucht alle Stapel und gewährt 35% verstärkten Schaden pro Stapel für Feinde innerhalb von 20 Metern für 5 Sekunden. Krasses Talent. Aber brauchst auch einen entsprechenden Spielstil. Ne? Also den Spielstil hier musst du auch pflegen. So, Rework. Ich dachte eigentlich, es werden mehr überarbeitet. Sie haben von mehr Exos gesprochen. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was kommt. Hier sind jetzt nur 2. Okay. Also eigentlich ist es nur eine. Es ist nur die Mosquito. Komischerweise. Obwohl die anderen ja auch überarbeitet wurden. Aber das hier ist wohl eine komplette Überarbeitung. Okay. Fangen wir mal an mit Vorschlaghammer mit dem Talent.
Und zwar das Zufügen von Schaden mit einer Granate markiert das Ziel. Markierte Ziele erleiden 30% mehr Schaden an der Rüstung durch den Agenten, der das Zeichen gesetzt hat. Und ihre Bewegungsgeschwindigkeit wird um 20% verringert. Das Zeichen verschwindet nach 10 Sekunden. Vorher das Zufügen von Schaden mit einer Granate markiert das Ziel. Markierte Ziele erleiden 30% mehr Schaden an der Rüstung und ihre Bewegungsgeschwindigkeit wird um 20% verringert. Oh, das ist ein krasser Nerf für die Gruppe. Ne? Es bekommt jetzt nur noch mehr Schaden durch den Agent, der das Zeichen gesetzt hat. Okay. Bin schon mal gespannt. Das macht manche Speedruns hier in der Incursion ein bisschen langsamer. Okay, schauen wir mal. Die Moskito. Schmutzding. Das Treffen eines Feindes fügt einen Stapel hinzu. Stapel werden zwischen den Spielern geteilt. Bei 5 Stapeln wird der Feind gezwungen, den letzten Spieler, der einen Stapel hinzugefügt hat, 5 Sekunden lang ins Visier zu nehmen und erleidet 40% mehr Schaden an der Rüstung von allen Quellen. Stapel verfallen nach alle 5 Sekunden. Das Auslösen des Effekts bei einem Feind entfernt alle Stapel von anderen Feinden. Vorher, das Treffen eines Feindes fügt ein Stapel hinzu. Stapel werden zwischen den Spielern geteilt. Bei 10 Stapeln wird der Feind gezwungen, den letzten Spieler anzugreifen. Okay, 5 Sekunden ins Visier. Okay, haben sie einfach die Zeit verringert von 10 Stapel auf 5 Stapel. Bin schon mal gespannt. Eventuell kann man sie jetzt mal doch mal einbauen ins Tankbild. Mal schauen. Muss mal ausprobieren. So, dann hier. Ab Titelupdate 22 werden die folgenden Gewehre und Marksman Rifles vollautomatisch. Okay. ACR. UIC-15. Die Revenus. Geiler Scheiß. Ganz. Oh, geil. Geiler Scheiß. Exo, ne? Revenus. Die M1A. Oh, geil. Da kehrt sie zurück. Die M4 Leichtversion. Vollautomatisch. Und die Lavoa. Auch vollautomatisch. Dankeschön. Die MDR, die Urban MDR, denke ich. Geiler Scheiß. Die Resolute MK47, MK17, SIG 716 und die USC. Geil. Warum machen sie vollautomatisch alle? Warum lassen sie uns nicht die Möglichkeit umzuswitchen zwischen Modi? Das finde ich geil. Und Marksman Rifles, G28, MK20 und die SVD. Das ist cool. Das ist eine geile Änderung. Das alleine macht die Waffen schon so viel deutlich besser spielbar. Oh, das ist cool. Ja, okay. Es scheint wohl, als hätte ich zu viel gesprudelt. Hier waren einfach noch mehr, noch zwei weitere Sachen drin, wie es aussieht. Mit Lootpool-Update und Balancing technisch. Ich werde euch das Ganze durch die ganzen Modifier, ihr seht hier, ich hau euch das in die Kommentare. Das schaut ihr euch durch. Das ist zu viel, um das vorzulesen. Das ist zu viel. Auf jeden Fall seht ihr hier, wenn ihr hier durchgeht, grün sind alles Buffs und alles, was rot ist, ist ein bisschen genervt worden. Ne, wie gesagt, das hau ich euch rein. Wir werfen aber trotzdem mal kurz einen Blick auf wo sind sie? Exotische Waffen und so. Schauen wir mal. Und Gearsets auch. Oh, nice. Oh, das ist nice. Okay, ihr seht hier, ohne da ins Detail zu gehen, ne? Grün ist Buff, Rot ist Nerf. Das sind alles Buffs für Hardwired. Das Talent Buff fürs Aegis Gearset. Buff für Heartbreaker. Buff für Asse 8. Sehr cool. Buff fürs Breaking Point Set. Dilemma des Verhandlungsführers. Auch ein Buff. Oh, für Ongoing Directive. Hier ausgeführte Direktive. Auch ein Buff. Striker wird ein bisschen genervt. Okay. War zu erwarten tatsächlich. Umbra kriegt nochmal einen Buff. Alter, ich sag euch. Umbra war eh schon mal mein Liebling. Ja, sehr cool. Und hier die Brandsets. Hier seht ihr auch nochmal die ganzen Buffs und Nerfs. Wie gesagt, zum Nachgucken habt ihr nicht gesehen. Ich hause euch in die Kommentare. Ne? Wie gesagt, wir gehen das nochmal schnell durch. Die Bighorn bekommt von den Mods her Update, sehr geil. Eben eine Lieblingswaff. Bekommt Buffs. Isant Elmo, hier haben wir sie. Ein bisschen kleineres Magazin, ein bisschen schlechteres Handling, ein bisschen weniger Crit Damage. Tut der auf jeden Fall keine Not. Trotzdem eine sehr, sehr starke Waffe. Alleine wegen dem Statuseffekt Talent.
Die Adlerträger wird gebufft. Chameleon wird gebufft. Lady Death wird gebufft. Die Backfire. Ah, Mensch, wie heißt sie nochmal? Die Gegenfeuer. Die wird gebufft. Sehr, sehr cool. Die Schnatterente wird gebufft. Oh, guck mal, was die hier abgehen. Die Ouroboros wird ein bisschen genervt. Ist auch voll okay. Die Eiserne Lunge wird gebufft. Oh, dafür wird der... Okay. Der Waffenschaden von der Eisernen Lunge war ja das stärkste LMG sowieso von allen LMGs im Spiel. Ne? Besonders was den Waffenschaden angeht. Der ist jetzt ein bisschen reduziert. Dafür gibt es noch mehr Magazin. Oh, sehr, sehr geil. Mehr Crit Damage und mehr Crit Chance. Sehr, sehr cool. Also, ja, das ist eine geile Sache. Gefällt mir. Die Blue Screen wird gebufft. Die Bullet King wird gebufft. Hier wird fast alles gebufft. Die Gnadenlos wird gebufft. Die Vindicator wird gebufft. Die Scorpio. Okay, die Scorpio wird ein bisschen genervt. Okay, im PvP. Ah, okay. So, die Katharsis wird gebufft. Und dann wird der Lootpool nochmal verändert. Okay. Okay, die haben jetzt... Okay. Die haben jetzt einfach mal so ein paar ganz bestimmte benannte Waffen in entsprechende Missionen reingepackt. Wenn ihr die noch nicht habt oder eine bessere Variante davon haben möchtet, dann könnt ihr in den entsprechenden Missionen ab Level 40, könnt ihr die dann speziell farmen und könnt die dann daher bekommen. Finde ich eigentlich eine coole Sache und motiviert für manche Sachen auch einfach mal auf die Jagd zu gehen, ne? Sehr, sehr cool. Hey, sind die Known Issues? Okay, das sollte es gewesen sein, Leute. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und ich sag mal, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.